Neuer Monat, neue Drogerie-Neuheiten. Ich war wieder für euch im Rossmann, um euch die neuesten und die spektakulärsten Produkte zu zeigen. Und ich vermute, wir haben den einen oder anderen Treffer dieses Mal. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem... Hallo? Mein Licht ist kaputt gegangen. Och nee. Ja gut, die hat jetzt auch wirklich echt schon viele Jahre durchgehalten. Und da ist sie wieder. Hi, Bibi. Ich war für euch im Rossmann, damit ihr nur die Dinge kauft, die sich wirklich lohnen. Und ich habe echt ein paar Neuheiten gefunden. Ich muss dazu sagen, genauso wie in dem DM-Haul, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, diesen Monat ist noch so ein bisschen ruhig gewesen. Ich muss aber auch dazu sagen, bei Rossmann war ich zuerst, da stand ich wirklich um Punkt Ladenöffnung auf der Matte. Auf dem Montag, am 1., da ist natürlich noch nicht ganz so viel dabei, aber trotzdem haben wir so ein paar Produkte gekauft, die ich euch gerne zeigen möchte. Und wir starten direkt mit etwas, was ich nachgekauft habe, weil ihr wisst es mittlerweile, ich glaube, ich war noch schon lange nicht mehr so obsessed mit einem Produkt wie den Schäbens Koffeinkapseln. Ich habe zwar, glaube ich, noch 5 Pakete da, aber meine größte Angst ist, dass sie irgendwie dann wieder verschwinden. Ich habe einfach nochmal 3 Pakete mitgenommen, da komme ich nochmal 3 Wochen mit aus. Ich schwöre drauf, abends öffne die Kapsel, auftragen, morgens den Rest verwenden unter Make-up. Es gibt keine bessere Augenpflege in der Drogerie, meiner Meinung nach. Generell, ich habe noch nie sowas Gutes gesehen wie die. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt schon 4 Verpackungen aufgebraucht. Ich habe, glaube ich, 20 gekauft. Nee. Und der Aufsteller war voll. Also ich habe nicht weggekauft. Ich weiß, falls jemand in meiner Filiale ist und die auch haben will, die lohnt sich. Es ist wirklich spektakulär. Sucht sie. Rennt in die Rossmänner und sucht sie, ob ihr dieses Produkt findet. Ganz, 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 ganz toll. Es hält so ein bisschen auf. Aber so viel will ich jetzt darüber gar nicht erzählen. Was ich auch nachgekauft habe, ich packe es jetzt nochmal hier mit rein, ist das hier. Das benutze ich im Moment sehr, sehr gerne. Das Garnier Ultra Dry Magnesium, glaube ich. Nee, es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. So ein bisschen pudrig, ein bisschen, es riecht sauber, aber es riecht halt nicht wie, oh, wie hieß denn das? Das hatten die Mädels immer bei uns in der Umkleidekabine. Die Jungs hatten immer dieses Buxtehude-Spray und die Mädels hatten immer dieses Secret Vanilla oder so. Ich war vor ein paar Tagen auf Mallorca und im Flughafen hat eine genauso gerochen und es hat mich sofort wieder in meine Pubertät gebracht, in die Umkleidekabine. Das habe ich einmal wieder nachgekauft, soll aber nicht zur Sache tun. Es gibt nämlich auch ein paar Neuheiten. So, und jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen schauen, weil... Ja, ich glaube, die Hyaluron Foundation geht aus dem Sortiment und nein, ich weiß noch nicht, ob etwas Neues kommt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die entweder überarbeitet wird oder neu rauskommt oder irgendwas Neues rauskommt. Sobald ich da Infos habe, ihr wisst es, ich bin der Erste, der sie für euch testet, weil es war meine liebste Foundation. Ich habe sie jetzt aber auch einfach habe bestimmt schon 2 Jahre nicht mehr benutzt, weil ich habe sie einfach nicht mehr verwendet. Sie wurde auf 2 Euro reduziert. Ganz, 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 ganz toll. So, und jetzt hat mir aber auch niemand Bescheid gesagt, dass es hier 2 neue Under Eye Brightener gibt. Wir haben ihn einmal von Altera Naturkosmetik. Under Eye Wake Up Cream. Ähnlich wie wahrscheinlich der von Catrice. Inspiriert wahrscheinlich von dem von Charlotte Tilbury. Den trägt man sich unter die Augen auf. Der ist recht hell. Das ist leider nie meine Farbe. Der ist immer viel zu hell für mich. Aber wenn ihr einen hellen Hauttypen habt, oh, der von Altera schmilzt sehr gut, dann könnte das was sein. So ein bisschen aufhellen kann man auch sehr, sehr gut als Lidschattenprimer benutzen. Es gibt den aber auch von Rival The Loop. Brighten Up Under Eye Cream. Wir gucken mal, ob die jetzt irgendwie ähnlich sind. Verpackung ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Der Farbton im Aufblick sieht auch etwas anders aus. Deutlich, deutlich dicker in der Textur her und farblich auch ein Unterschied. Der ist noch ein bisschen lachsiger, also noch ein bisschen dunkler. Gefällt mir vom Swatch her, glaube ich, gerade schon ein bisschen besser. Müssen wir natürlich ausprobieren. Aber wenn ihr den von Catrice vielleicht mochtet oder auch nicht mochtet, könnte das vielleicht eine gute Alternative sein. Die hellen halt einfach immer besonders auf. Leider ist das immer nie so richtig meine Farbe, sondern das ist eher für alles, was heller ist als ich, eine Möglichkeit, um aufzuhellen, was man damit sehr, sehr gut machen kann. Finde ich persönlich sogar sehr, sehr spannend. Es gibt nämlich selten Farben in der Drogerie an Concealern, die wirklich pinkstichig sind und damit einfach ein bisschen grobflächiger arbeiten. Als Foundation vielleicht auch, als Concealer-Ersatz oder so, um so ein helles Highlight ohne Schimmer zu haben. Ja, die werde ich mal beide gegeneinander antreten lassen. Ich bin bei Charlotte Tilbury, habe ich auch beide Farben, die ich immer kombiniere. Das ist die 2, ich packe sie euch jetzt, kommt, wir packen sie jetzt mal daneben. Die ist deutlich, deutlich dunkler und deutlich lachsiger. Und die 1, ich hole euch gleich nach ran. So, die
Child Tilbury 1 und 2 und dann Terra und Rival de Lobe. Also wirklich vier verschiedene Farben. Ich benutze meistens erst den dunkleren und gehe dann mit dem helleren lang. Dafür könnte das eine gute Alternative sein, um punktuell dann nochmal vielleicht auch am inneren Augenwinkel so ein bisschen aufzuhellen. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Schauen wir uns mal an die Tage. Falls ihr übrigens Erfahrungswerte bereits zu einigen dieser Produkte habt, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Da kann ich dann natürlich mal so ein bisschen schauen. Vielleicht habt ihr noch das ein oder andere Schätzchen gefunden. Und wir hüpfen einmal kurz zu Haarpflege rüber. Garnier. Ich mag diese Verpackung im Moment sehr, sehr gern. Ich habe auch eine Maske, eine Gesichtsmaske in so einer Verpackung. Spart Platz. Du hast wirklich eine Menge drin. Es spart am Ende des Tages auch wirklich viel Kunststoff. Das ist die Garnier Fructis Protein Hairbooster 3 in 1 Kur gegen brüchiges Haar. Protein und Avocado soll die Haare so ein bisschen kräftiger machen. Trage eine Portion als Leave-In oder zum Ausspülen für eine intensive Tiefenbehandlung auf. Mische eine halbe Portion mit der Hairfood-Routine. Booster über Nacht auftragen. Also man kann damit verschiedene Sachen machen. Finde ich ganz spannend. Ich rieche jetzt einmal kurz dran. Riecht sehr gut. Ich mag diese Garnier-Düfte sehr, sehr gerne. Das riecht immer super fruchtig. Habe ich die Herbal Essences Haarmaske genommen. Meine Haare riechen immer noch danach. Also finde ich ganz spannend. Mache ich auch mal ganz gerne. Bei mir geht es, bin ich ehrlich, geht es ja nicht unbedingt darum, auch jetzt hier so einen großen Effekt auf den Haaren zu haben, sondern es geht eher darum, einfach auch so ein bisschen was für den Kopf zu machen. Ne? Also für den inneren Kopf. Sich mal 5 Minuten Zeit zu nehmen, so eine Haarmaske aufzutragen. Genauso wie diese Gesichtsmasken in der Drogerie. Der Pflegeaspekt steht da bei mir persönlich zumindest an zweiter Stelle, sondern eher wirklich dieses, ich mache mal ein bisschen was für mich. Und zwar die Wirkstoffreihe von Isana, die muss laufen wie warme Semmeln, denn da kommt gefühlt jeden Monat ein neues Produkt raus. Ich habe das Gefühl, bald ist die komplette Skincare-Theke voll mit Isana-Produkten. Wir haben als erstes das Anti-UV-Tagesfluid Lichtschutzfaktor 50. Ich dachte, das ist eine getönte Tagespflege mit 3% NMF-Komplex Natural Moisturizing Faktor aus Aminosäuren. Unterstützt zusammen mit Hyaluron, Glycerin und Panthenol die Funktion der natürlichen Hautschutzbarriere und verleiht ein seidiges und gepflegtes Hautgefühl. Lichtschutzfaktor 50 beugt als Photo-Aging-Schutzschild gegen UVA und UVB-Strahlen ersten Anzeichen der Hautalterung vor und 1,3% Panthenolkomplex beruhigt die Haut. Die Verpackungen, muss ich sagen, sehen immer sehr medizinisch aus. Und wisst ihr, was lustig ist? Habe ich neulich bei TikTok gesehen. Hourglass bringt Blushes raus in der Verpackung hier. Das ist so eine Drop-Pipette. Das ist das Augenserum. Das mag ich sehr, sehr gerne. Da drückst du drauf, kommt genau ein Tropfen raus. Sehr, 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 sehr gut. Funktioniert auch unter dem Make-up gut. So, und jetzt haben wir aber hier dieses Tagesfluid. Fluide sind meistens immer ein bisschen leichter. Ja. Oh ja, ist sehr, sehr leicht. Riecht ganz natürlich, riecht das jetzt. Also ich rieche da jetzt nichts Besonderes. Werde ich mal ausprobieren, die Tage. Vielleicht habt ihr dazu, wie gesagt, habt ihr schon Erfahrungen gemacht, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil dann können wir uns schon mal gegenseitig so ein bisschen helfen. Weiter geht es. Das habe ich letzte Mal nicht gefunden. Ich hatte ja den Milky Toner. Den liebe ich über alles. Eines der besten Produkte aus dieser Reihe. Und es gibt jetzt auch einen Cleansing Balsam mit 24% Glycerin und 5% Shea Butter. Das ist so ein Ding, um das Make-up zu entfernen. Ich mag es ganz gerne, so günstigere Produkte auch mal auszuprobieren. Spannend. Ja, wisst ihr, was das ist? Ich glaube, das ist ein Dupe zu diesem Take My Day Off. Das ist wie so ein Gel. Also das ist nicht so fest, sondern eher wie so ein Gel. Fühlt sich sehr geschmeidig an. Oh, wow. Wisst ihr, was ich mir vorstellen kann? Aber weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, ohne verklagt zu werden. Aber ist mir egal. Sumi. Wenn man sehr, sehr trockene Hautstellen hat. Hier, ähnlich wie das hier. Das ist nur noch ein bisschen dicker. Das ist natürlich jetzt ein Powerhouse. Ne? Also das ist super, super schmierig. Klar, Glycerin und Shea Butter. Aber damit soll man sein Make-up entfernen können. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch mal punktuell, da wird dich niemand für anzeigen, wenn das auch mal punktuell hier auf deinen Ellenbogen aufträgst oder auf dein trockenes Füßchen. Probiere ich aus die Tage. Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen klebrig an. Ne? Ich glaube, im Gesicht würde ich es nicht drauf lassen. Auf dem Ellenbogen, da fühle ich das nicht ganz so gut. Und es gibt auch aus der Reihe das One Skin Barrier Cream, 4% Glycerin und 0,5% Ceramide. Eine Barriereschutzcreme stärkt eine natürliche Hautschutzbarriere und spendet 24 Stunden Feuchtigkeit. 0,5% Ceramide sind mit dabei und sieht sehr spannend aus. Auch hier die Verpackung ist recht schlicht, recht einfach. Erinnert mich aber so ein bisschen an die von No Cosmetics. Ich glaube, die Inspiration von Isana Wirkstoffreihe war No Cosmetics, kann man ja auch mal sagen. Auch eine sehr leichte Creme, fühlt sich nicht so schwer an. Ja, das ist genauso wie die von No Cosmetics, die erst so
brauchst einen Moment, um sie wirklich einzuarbeiten und dann hinterlässt die aber so ein ganz geschütztes, glattes Gefühl. Nicht schmierig, sondern wirklich schon fast so ein mattes Gefühl. Finde ich ganz spannend. Mag ich ganz gerne unter Make-up, wenn ich ein länger anhaltendes Make-up brauche. Bei Ceramiden muss man immer so ein bisschen aufpassen. Die rollen sich oft ab unter Make-up, aber bei 0,5% könnte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ich liebe die Wirkstoffreihe, gerade für jemanden, der vielleicht nicht so viel Geld für teure Skincare ausgeben möchte, aber Ahnung von Skincare hat und weiß, wofür welcher Wirkstoff ist, ist diese Wirkstoffreihe wirklich eine gute Sache. Finde ich ganz, ganz toll. Muss man auch mal lobend erwähnen. Die neue Limited Edition, die Coral Summer LE, habe ich euch ein ganzes Video schon zu gemacht. Deswegen werde ich hier nicht weiter drauf eingehen. Aber das Fixing Spray mag ich im Moment sehr, sehr gerne. Und wir haben, ich habe es jetzt doch mal gekauft. Ich habe ja hier schon von Colibri den neuen Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 50. Der ist fantastisch. Der ist ganz, 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 ganz leicht. Funktioniert aber leider nicht so, so gut unter jedem Make-up zumindest. Unter einigen, aber nicht allen. So, No Cosmetics hat jetzt auch einen neuen Lichtschutzfaktor rausgebracht. Luminous Today schützt vor Sonnenschäden durch UVA und UVB-Strahlen. Sofortiger Glow Boost. Und was ich ganz spannend finde, da hat die Marketingabteilung von No Cosmetics wirklich ganz alles geleistet. No Cosmetics hat einen eigenen Wirkstoff patentieren lassen. Der heißt Spray One. Der ist wohl eigentlich, also für jemanden, der aus Berlin kommt, ist es eigentlich schon eklig, weil ich niemals in die Spree gehen würde. Aber es ist wahrscheinlich eine kultivierte Alge. So, die haben eine Alge aus der Spree genommen, die wohl nur in der Spree oder vorrangig in der Spree vorkommt und diese in diese Wirkstoffe mit reingepackt. Sehr, 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 sehr spannend. Muss ich mich noch mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Verpackung sehr, sehr ansprechend, sehr sommerlich, sehr frisch. Bioactive Plankton Spray One, ja. So, ihr habt hier einen Pumpspender. Sehr leicht, nicht ganz so leicht wie das von Colibri. Riecht auch nicht. Ja, ja, hat auf jeden Fall einen Glow. Lässt sich sehr, sehr schnell auftragen. Okay, da bin ich super gespannt, wenn ich den jetzt in meinem Gesicht mal auftrage. Vielleicht, wenn ihr wollt, mache ich auch nochmal vielleicht bei Insta oder so ein paar Sonnenschütze, die sich wirklich lohnen, die ihr Geld wert sind. Fühlt sich sehr, sehr reichhaltig an, Tatsache. Lichtschutzfaktor 50 plus, der von Colibri hat auch Lichtschutzfaktor 50 plus. Okay, ja, also die werden sich wahrscheinlich nicht unbedingt viel nehmen. No Cosmetics, da war ich ein bisschen überrascht, dass er nicht ganz so teuer war wie gedacht. Da hätte ich eher gedacht, dass er 20 Euro kostet. Er hat aber nur 15 Euro kostet. Ihr süßen Mäuse. Das war der erste Teil der Neuheiten aus der Drogerie. Ich bin super gespannt. Vielleicht habt ihr noch das ein oder andere Schätzchen gefunden. Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.